Moin und herzlich willkommen bei Voltus. Mein Name ist Sebastian und heute möchte ich euch eine schöne Alternative vorstellen, falls ihr nicht mit unseren schon bekannten und beliebten Constellet-Einbauringen die Spots in die Decke einbauen könnt. Als Aufbaugehäuse haben wir nämlich auch was Neues im Programm und das sind die Constellet-Aufbaugehäuse in zwei verschiedenen Varianten, in klein und groß. Die große Variante baut natürlich ein bisschen mehr auf, dafür ist der Spot schön versetzt da drin zu sehen, ist ein bisschen entblendet. Die kleine Variante greift das Design vom Constellet Skyline Ring wieder auf, sodass ihr entsprechend damit eine schöne Aufputzvariante habt, die nicht zu sehr aufbaut und trotzdem ins Design passt, was schon in der Wohnung oder im Haus vorherrscht. Zur Montage ist es ganz einfach. Ihr könnt das ganze Teil auseinanderschrauben, die Halteplatte an die Decke anschrauben. Dann braucht ihr effektiv nur das Gehäuse wieder ansetzen und aufschrauben. Zieht nach unten hin den Haltering raus. Stellen wir uns vor, das wird jetzt noch halten an der Decke. Dann könnt ihr den Spot in diese Klammer einsetzen. Verklemmt das ganze Ding innen drin. Und es hält. Und sieht gut aus. Und ist sogar noch schwenkbar. Also wie ein ganz normaler Skyline-Ring. Nur Aufputz, falls es anders nicht klappt. Das gleiche System haben wir hier auch. Übrigens, es gibt beide in schwarz und in weiß. Das gleiche System haben wir hier natürlich auch. Wieder die schraubbare Halteplatte hinten. Und nach vorne hin rausnehmbarer Haltering. Auch hier kann der Spot einfach eingekippt werden. Ich probiere es mal mit dem GU10-Leuchtmittel. Kann man einfach einsetzen. Mit der Halteklammer. Und auch da wieder einfach ins Gehäuse reindrücken und es hält. Ist also problemlos bei Wartung. Ihr habt da drin ordentlichen Raum, um das zu verklemmen. GU10-Sockel ist immer schon vorgerüstet, den könnt ihr einfach entfernen, zwei Schrauben lösen und dann habt ihr genug Platz für den Constellet-Spot. Wenn ihr GU10 230 Volt installieren wollt, ist es auch kein Problem. Sind sehr schöne Produkte, sehr preiswert. Eine tolle Alternative, wenn ihr keine abgehängte Decke habt, wenn ihr zum Beispiel im Keller installieren wollt oder eine Betondecke habt und ihr wollt trotzdem schönes 24 Volt gedimmtes Licht haben, von Constellet zum Beispiel, dann habt ihr eigentlich bei anderen Herstellern vielleicht nur sehr klobige Varianten oder Alternativen und Constellet kann jetzt eine sehr schöne und sehr kompakte Variante anbieten, um das zu installieren. Jo, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr findet die Produkte so interessant wie ich. Und könnt ihr vielleicht irgendwo unterbringen. Und wenn ihr noch Fragen habt, kommt gerne per E-Mail oder per Telefon auf uns zu. Wir beantworten alles weitere gerne, könnt euch gerne Tipps beim Einbau geben. Bis zum nächsten Mal.